Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, herzlich willkommen zu einer neuen Mystery-Folge. Heute mal mit einem Interview mit Erich von Däniken. Und zwar wurde das Interview von meinem Kollegen Alexander Knörr gemacht, und zwar im Oktober 2012. Es findet ja jedes Jahr ein AAS-Kongress statt, dieses Jahr nicht. Dafür gab es ja in Sindelfingen bei Stuttgart anlässlich Erich von Däniken seinen 80. Geburtstag diesen Kongress vom Kopf Verlag. Und sonst ist das immer im Oktober in irgendeiner Stadt in Deutschland. Letztes Jahr im Oktober, also 2014, war es zum Beispiel in Bremen. Ja, und 2012 war es im Oktober eben in Dresden. Ich hielt dort auch einen Vortrag. Und im Rahmen dieses Kongresses hat mein Kollege Alexander Knörr mal den Erich von Däniken interviewt. Das geht, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dieses Interview. Ihr seht es ja an der Länge dieses Videos. Und das wollte ich euch doch mal hier exklusiv präsentieren. Besonders interessant finde ich die Aussage in Sachen: Erich, bist du ein UFO-Forscher? Ich bin ja auch kein UFO-Forscher, sage ich ja immer. Und ich rege mich ja auch seit vielen Jahren immer auf, wahrscheinlich viele von euch auch, dass Erich von Däniken, wenn er in den Medien ist, Fernseh, Zeitung, egal, gerne Untertitel da eingeblendet wird oder drunter gedruckt wird, dass er UFO-Forscher ist. Aber er sagt es selber, er ist keiner, er sagt auch gleich warum. Aber er ist überzeugt inzwischen von UFOs im Sinne von außerirdischen Fahrzeugen. Und er sagt, ich zitiere ihn, wir werden beobachtet. Ja, aber was rede ich hier lange in der Einleitung? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ich blende euch jetzt direkt hier hinein. Ihr könnt es gerne kommentieren, liken, mich abonnieren. Alles wie gehabt. Ne? Wir können einen Daumen nach oben geben. Und damit verabschiede ich mich und sage alles Gute an euch und viel Spaß mit dem Interview mit Erich von Däniken. Tschüss, euer Lars. So, hallo Erich. Vielen Dank, dass du da bist für ein Interview. Im Sommer hast du eine Brasilien-Vortragstour gehabt. Jetzt kamst du gerade aus den USA zurück. Und immer wieder Deutschland-Tour, Europa-Tour, Vorträge ohne Ende. Und das mit 77 Jahren, man darf es ja sagen. Das kommt einem so vor, als wenn du immer aktiver wirst, je älter du wirst. Ich sag's eher spöttisch, aber liebenswert. Die Götter scheinen mich zu lieben. Die Götter mögen mich tatsächlich trotz den 67 Jahren. Natürlich merkt man da und dort, dass man älter wird. Irgendwo in den Knochen oder so im Rücken und so. Aber in meinem Verstand und in meinem Temperament hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch voll drauf, voll Dampf. Und ich rauche immer noch und ich trinke immer noch wie eh und je. Und ich bin der Schöpfung dankbar, dass es so ist. Ja, das glaube ich. Es heißt ja immer, wenn der Erich mal abtritt oder mal zurücktritt und nichts mehr macht, dann ist das Ende der Präastronautik. Meinst du, das ist so? Oder? Überhaupt nicht. Wir haben ja diese wunderbare Organisation, die AAS, Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. Und da drin hat es eine Reihe hervorragender Leute. Unter anderem der Ulrich Topatka, der alles weiß und alles kennt. Dann mein Sekretär, der Ramon Zürcher, der David Müller, meine Tochter Cornelia, die voll drin ist und die Redaktion hat von unserem Mitteilungsblatt, sagenhafte Zeiten. So. Ich bin überzeugt, das läuft selbstverständlich weiter. Zudem gibt es viele Autoren, nicht nur im deutschsprachigen Raum, international, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Dann ist ja zurzeit in den USA eine fantastische Fernsehserie am Laufen, Ancient Aliens, 60 Teile, gigantisch so. Ob der Erich jetzt da ist oder weg ist, die Geschichte ist nicht mehr zu stoppen, die läuft weiter. Super. Ja, viele Kritiker führen ja immer an, dass du in den letzten Büchern, die du gemacht hast, eigentlich nichts Neues berichtest. Und immer nur alte Themen wieder aufwärmst und so weiter. Ist das so oder ist es eigentlich ganz anders? Ich glaube es nicht. Schau, ich habe jetzt wieder ein neues Buch auf dem Markt. Das sind die Rätsel im Mittelmeerraum. Und da sage ich im Vorwort ausdrücklich, Wiederholungen sind erwünscht. Schau, wenn Sie ein Buch lesen von irgendeinem Astronomen, Professor Dr. Carl Sagan, dann lesen Sie zuerst mal, was er alles weiß, also wie ist das Universum aufgebaut, wie geht das mit den Sternen und so weiter. Er macht nicht eine Spezialschrift nur für die, die schon alles wissen. Du musst immer wieder, jetzt wenn ich im Mittelmeerraum beispielsweise entdeckt habe oder zugeschickt bekommen habe, dass es da unglaubliche geometrische Zusammenhänge gibt. Zum Beispiel immer dieselben Distanzen, 37 Kilometer von einem Ort zum anderen, wieder 37 Kilometer, wieder 37 Kilometer. Und das über hunderte von Kilometern. Jetzt teilt mir das jemand mit. Oder jemand, der in der Toskana eine
Entdeckung machte, geht um etwas Ähnliches. Es entstehen gigantische geometrische Muster aus uralten Zeiten. So, jetzt bringe ich das im neuen Buch. Jetzt wäre es völlig falsch, nicht auch zu bringen, was ich schon früher sagte. Zum Beispiel im alten Griechenland gibt es eben diese geometrischen Raster auch. So, die Wiederholungen sind zwar gewünscht, aber sie sind immer nur aufbauen. Natürlich kommt immer etwas Neues dazu. Aber das Alte ist auch noch da. Und jeder neue Leser wäre sonst völlig verloren. Und das muss so sein, das ist völlig in Ordnung. Es gibt ja auch den Klaus Dohna zum Beispiel. Der hat ja zurzeit einige Fotos ins Netz gebracht und auch vorgestellt bei Vorträgen, die angeblich Maya-Artefakte sind und eindeutig auch UFO-Darstellungen da zeigen. Kennst du diese Sachen? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne eigentlich die Maya recht gut. Ich habe auch gute Beziehungen zu zwei Maya-Archäologen, habe selber ein Maya-Buch geschrieben vor vielen Jahren, kenne den Maya-Kalender, weiß, wie das alles funktioniert, bin an unzähligen Maya-Städten gewesen. Aber das da, UFO bei den Maya, höre ich zum ersten Mal. Ja, es sieht auch sehr künstlich aus, deswegen, also es sieht aus wirklich, als wenn es einer eine Neuzeit gemacht hätte, deswegen frage ich so explizit nach. Also. Der Fluch unserer Zeit, neben der Freude, ist eben diese Elektronik. Du kannst alles fälschen, du kannst alles machen, es sieht alles wie echt aus. Ja. So musst du immer selber kontrollieren, was stimmt und was stimmt nicht. Genau. Wir hatten gestern auch einen interessanten Vortrag vom Luc Birgin über diese Höhlen in Asien, in China. Gerade Asien, ich forsche ja selbst da auch immer wieder, gibt es ja in vielerlei Hinsicht noch, ist auch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Präastronautik immer noch. Zieht es dich da eigentlich auch mal hin und da vielleicht neue Forschungen anzustellen? Da wollte ich schon lange hin. Es sind ja mein verstorbener Freund Peter Krasser, der mit China angefangen hat, Hartwig Hausdorf war in China, jetzt der Luc Birgin. Wir sind alle gut befreundet miteinander. Der Peter ist inzwischen gestorben. Und ich selber wollte vor etwa 10 Jahren nach China. Ich wollte auch dahin in ein verbotenes Gebiet. Verboten heißt touristisch nicht zulässig. Und dann habe ich nach vielen Bemühungen tatsächlich ein Visum bekommen von der chinesischen Botschaft in Bern. Und etwa 5-6 Tage, bevor ich dahin reisen sollte, ist China, also ein winziger geografischer Raum von China, quasi ersoffen vom Regen und Überflutungen. Und das war genau das Gebiet, wo ich hin sollte. Und dann ist das ins Wasser gefallen. Und jetzt hätte ich wieder von vorne anfangen müssen mit der ganzen Bemühung um das chinesische Visum. Und das hat nicht geklappt. So, inzwischen bin ich 77 und ich glaube, China schaffe ich nicht mehr. Das soll jetzt die junge Generation machen. Was der Luc Birgin erzählt hat, was er gezeigt hat von diesem unglaublichen Höhlensystem, das freut mich sehr, das ist sehr eindrücklich. Ob es irgendwas mit Präastronautik zu tun hat, wissen wir natürlich noch nicht. Aber eines sieht man immer zum Vornherein, es sind Werkzeuge zum Zug gekommen, von denen wir im Moment noch keine Ahnung haben. Das muss ja in der tiefen Vergangenheit gewesen sein. Also kann man gespannt sein, neue Entdeckungen werden kommen. Von China kenne ich nur ein bisschen angekratzt, die Geschichten aus der chinesischen Mythologie, dass also die Urkaiser und die Drachenkaiser auch Kaiser waren, die im Himmel geflogen sind und da runterkamen etc. Was hast du eigentlich konkret im Moment an neuen Projekten? Ich meine, ist das gerade ein neues Buch gekommen, aber du bist ja sicherlich voll mit neuen Ideen hier. Ich habe sehr viel am Hals zurzeit, was Fernsehen und Vorträge betrifft. Im April, das ist auch schon gleich in 2-3 Monaten, ist Brasilien. Ich habe in Brasilien etwa 15 Vorträge und dann kommt wieder die USA, ich habe dort wieder Vorträge. So eigentlich bin ich im Moment auf Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache und in Sache der AAS und eben sehr viel Film- und Fernsehgeschichten. Von Forschungen habe ich im Moment nichts Neues, wo ich dringend hin müsste, aber das machen die Jungen. Die Jungen sind sehr aktiv und die gehen schon und ich werde informiert. Schön, wunderbar. Gibt es, du hast ja in Nazca einige Untersuchungen auch angestrebt, mit der Uni Dresden war das, glaube ich. Gibt es dann wieder neue Forschung oder neue Ergebnisse? Nazca ist bekannt, es ist diese peruanische Wüstenfläche, auf der sich so komische Linien befinden, die aus der Luft ausschauen, als wären es Flugpisten. Ich habe übrigens nie geschrieben, das seien Flugpisten. Und schon mich alle Schlaumeier immer so zitieren, dass der Weltraumflughafen des Herrn von Däniken. Ich habe gesagt, es sieht aus der Luft wie Flugpisten. Das tut es auch. Und von der archäologischen Seite her haben wir etwa 15 verschiedene Erklärungen. Und jeder ist natürlich überzeugt, das ist die Lösung. Und ich habe nach wie vor meine Zweifel und einen Haufen Fragen, weil halt vieles nicht stimmt. Und so habe ich die Universität Dresden, also eine Abteilung für Vermessungstechnologie,
mal gebeten, ein paar Abklärungen zu machen, die nichts mit Archäologie zu tun haben, was vollkommen andere. Ich habe Fragen aufgeworfen, die kein Archäologe stellen würde. Beispielsweise, wie sieht es aus mit der Leitfähigkeit des elektrischen Stroms auf diesen seltsamen Linien in der Wüstenfläche? Was ist die Leitfähigkeit des Stroms? Wenn ich jetzt hier 220 Volt in eine Tischplatte reinjage und dann messe ich auf der anderen Seite der Tischplatte, ist der Strom geflossen. Das ist die Leitfähigkeit. Es gibt ja Isolatoren, zum Beispiel Keramik isoliert, Sand isoliert etc. Jetzt haben wir es dort mit Sand zu tun. Die Wüste ist Sand und Gesteine und mittendrin sind diese komischen riesigen Linien. So, ich wollte wissen, ist die Leitfähigkeit des elektrischen Stroms auf den Linien dieselbe wie die nebendran im Sand? Ich wollte wissen, findet man in Nazca irgendetwas, das da nichts zu suchen hat? Irgendein chemisches Element, irgendetwas, ein Rohstoff, der nichts zu tun hat? Ich wollte wissen, wie sieht es aus mit Magnetfeldveränderungen? Ist das Magnetfeld auf diesen Linien, diesen Pistas, dasselbe wie nebendran? Etc. So kamen 20 Fragen zusammen, die kein Archäologe stellen würde. Und eine Abteilung der Universität Dresden ist dahin gegangen, hat die Messungen gemacht. Das kostete uns, die Stiftung, rund 120.000 Euro. Man sieht, man glaubt es einfach nicht. Die Leitfähigkeit des elektrischen Stroms auf den Las Pistas, auf den Linien, ist gleich 8.000 Mal höher als nebenan im Sand. Im Sand ist es kaum Strom. Völlig bescheuert. Man fand verschiedene Magnetfeldveränderungen. Da ist ein Berg in Nazca, der sieht aus, als wäre er künstlich abgeschnitten worden. Und da drauf liegt auch so eine Pistas. Und unter der Pistas findet man so komische Zickzackformen. Ganz seltsam darunter. Und dort unter den Zickzackformen hat man Magnetfeldveränderungen festgestellt. Man weiß sogar, wie tief, in 7 bis 8 Metern Tiefe. Ist irgendetwas, das das Magnetfeld verändert? Jetzt sagt der Kritiker, ja, wenn ihr schon wisst, dann buddelt doch. Kannst du nicht in Nazca, du darfst nicht mal eine Schaufel ansetzen, du kannst gar nichts machen. Dann hatte ich gefragt, ob man irgendetwas findet, was nicht dahin gehört. Es gab starke Konzentrationen von Arsen an bestimmten Stellen. Arsen, das Zeug ist hochgiftig. Was hat das da zu suchen? Jetzt geht es aber weiter. So, die Hochschulen, die Hochschule, Technische Hochschule in Dresden, hat zwar das messen können und sagt, ja, wir haben jetzt das festgestellt. Jetzt wissen wir nicht, warum, wieso. Wieso ist die Leitfähigkeit auf den Pistas 8000 Mal höher? Wieso ist da Konzentrationen von Arsen so? Wir haben die Antwort, ja, da ist etwas, aber wir wissen nicht warum. Und das ist die Fortsetzung, die läuft jetzt weiter. Ich habe einen Fortsetzungsauftrag erteilt, zu einem kleinen Teil ist schon erledigt. Die wissenschaftliche Antwort, die dicke Arbeit, die kriege ich dann erst noch. Super. Ja, du hast ja immer auch sehr große Gegner und wirst ja in der Presse oft auch dann sehr dumm dargestellt und so weiter. Also, wie geht man mit sowas um? Also inzwischen können die mir alle den Buckel runterlaufen. Ich habe meine Meinungen und ich vertrete diese Meinungen mit guten Argumenten und ich habe immer das Gefühl, und das ist der Sache auch so, irgendwelche Kritiker, mit denen ich zusammenkomme, die wissen überhaupt nicht, was ich geschrieben habe. Sie waren auch nie an Vorträgen. Sie schwaffeln ihren Blödsinn daher, wie beispielsweise, Außerirdische sind niemals humanoid. Es mag die tollsten, fantastischen Formen von Außerirdischen geben, aber es gibt auch Humanoide darunter. Das kann man heute begründen. Oder es heißt, wir können die Distanzen von Stern zu Stern nicht zurücklegen. Das sind ja Lichtjahre. Vergiss es. Man weiß heute, wie man es machen kann. Wir können es zwar noch nicht mit der gegenwärtigen Technik, aber man weiß, wie man es in der Zukunft machen kann. Und die Außerirdischen haben ganz andere Technologien als wir. Es heißt, man kann sich nicht ausbreiten im Universum. Ist alles Blödsinn. Und die Kritiker, die kommen immer mit der alten Geschichte. Also irgendwie, da hat jemand ein Archäologiebuch und sagt zum Beispiel über Nazca, das ist doch längstens belegt. Die Wüste von Nazca war ein Kult von dem und dem Indio-Stamm gemacht, was weiß ich, 1422 etc. Das steht zwar in einem Buch, ist die Meinung irgendeines Archäologen, aber die ist auch wieder angreifbar, die stimmt auch wieder nicht. Und das sind einfach die Kritiker, das sind einfach die Gläubigen. Ich würde sagen, sie sind eher die nicht informiert sind. Sie kennen eine Richtung und damit sind sie zufriedengestellt. Ach, das weiß man doch jetzt. Es sind nicht die Frager, die Kritiker, es sind nicht die Zweifler. Und das Ganze hängt mit Zivilcourage zusammen. Wir leben in einer Gesellschaft, man nennt die Gesellschaft die Vernunft. Was ist die Vernunft? Die Vernunft ist das im Allgemeinen, was die Wissenschaft sagt. Wenn also Astronomen beispielsweise sagen, man kann die Distanzen nicht zurücklegen im Universum, dann darf es auch keine UFOs geben, weil UFOs die Distanzen hätten zurücklegen müssen. Jetzt ist diese Meinung vernünftig. Das betrifft viele wissenschaftliche Aussagen.
Jeder Journalist will vernünftig sein. Jeder Chefredakteur will vernünftig sein. Also publiziert man nichts Unvernünftiges. Nur die Frage Vernunft, Unvernunft ist eine Frage des Zeitgeistes. Was heute vernünftig ist, ist vielleicht in 20 Jahren schon wieder unvernünftig. Das zeigt die ganze Geschichte der Wissenschaft. Wenn du heute ein wissenschaftliches Buch in die Hand nimmst, das 30 Jahre alt ist, da kannst du ein Viertel oder ein Drittel wegstreichen. Das ist normal. So. Nur diese Kritiker, die wollen immer auf der Seite der Vernunft sein, der sogenannten Vernunft. Es fehlt ihnen jede Zivilcourage, jeder Mut, jede Fantasie. Sie haben Angst, sich selbst lächerlich zu machen. Und deshalb singen sie immer im gleichen Chor. Ach, das wissen wir doch. Ach, das weiß man doch. Es ist ein arrogantes, hochnäsiges Verhalten. Ihre Frage war, wie gehe ich damit um? Ist mir komplett wurscht, was diese Sorte von Menschen heute sagen. Ich habe vor kurzem eine zweifelhafte Ehrung bekommen. Es gibt ja diese Organisation der Skeptiker. Und die nimmt sich unsagbar ernst. Diese Skeptiker haben mir das goldene Brett vor dem Kopf verliehen. Dann hat mich ein Schweizer Journalist angesprochen und sagt, Erich, was sagst du dazu? Dann habe ich gesagt, du, erstens, ich nehme es wirklich mit Humor. Das nehme ich auch mit Humor. Das ist einfach zum Lachen. Und meinte aber klammheimlich, freue ich mich sogar darüber. Wieso freust du dich darüber? Weil die sich ins eigene Fleisch schneiden. In 5 oder 7 Jahren wird man wissen, dass viele Punkte, die ich vertreten habe, richtig sind. Nicht alle, viele. Und dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Sie machen sich lächerlich. Deshalb meine klammheimliche Freude. Also Kritiker, schreibt, was ihr wollt. Am liebsten sind mir die Kritiker, die mit mir selber diskutieren. Dann kann man argumentieren. Dann ist alles wunderbar. Aber die Anonymen, die nur im Chor mitsingen, könnte mir gestohlen bleiben. Ja, genau. Super. Noch 2 Fragen zur UFO-Forschung. Ich bin ja UFO-Forscher und auch bei der DGUFO im Vorstand. Du hast ja immer betont, dass du kein UFO-Forscher bist. Wenn man aber von der Möglichkeit ausgeht, wie wir ja tun, dass vor tausenden von Jahren wir Besuch hatten von Außerirdischen, dann kann man ja die moderne UFO-Forschung eigentlich nicht ausgrenzen aus dem Ganzen. Richtig, ja. Man muss sich ja eigentlich schon irgendwie zwangsläufig auch mit dem modernen Phänomen irgendwie beschäftigen. Zweifellos ist das so. Ich habe gemeint, ich bin kein UFO-Forscher, ich habe eigentlich keine Forschung betrieben in der UFO-Geschichte. Mein Spezialgebiet ist das Altertum. Die Legenden, die Mythen, die Religionen, die rätselhaften Archäologen, Dinge, die vor Jahrtausenden da waren. Also meine UFOs existierten vor Jahrtausenden. Ich habe mich nie in der Gegenwart mit UFO groß auseinandergesetzt. Natürlich habe ich gelesen, was in der Literatur steht, habe ein paar wunderbare Interviews geführt. Aber selbstverständlich gehört die UFO-Geschichte dazu. Inzwischen bin ich überzeugt, was ich jetzt sage, hätte ich vor 10 Jahren nie gesagt. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Irgendwer beobachtet uns, lernt unsere Sprache, will wissen, wie wir wissenschaftlich stehen, wie weit wir stehen und so weiter. Es ist ganz gefährlich. Es kommt etwas auf uns zu. Was bringt mich zu diesem Wechsel? Plötzlich sage ich, ja, es muss UFOs geben und wir werden beobachtet. Weil ich inzwischen einige hochmögende, brillante Leute kennenlernen durfte, in Deutschland, aber auch in den USA, die definitiv beweisen, da ist etwas passiert, zum Beispiel Implantationen. Die siehst du ja, den chirurgischen Eingriff. Ich habe jetzt gerade in den USA auf einer Leinwand das gesehen und der betreffende Chirurg war da und das sogenannte, ich sage jetzt mal, Opfer, ein 22-jähriger junger Mann, war auch da. Und dann siehst du, dass da etwas implantiert worden ist. Dann greift man sich an den Schädel. Jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Ich will nichts davon wissen. Das ist alles nur Spinnerei. Das ist das, was die Kritiker machen. Die immer auf der sicheren Seite sein wollen. Die Dummköpfe. Oder man sagt, verdammt, da ist etwas. Wir können es beweisen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das Auseinandersetzen ist eigentlich Wissenschaft. Sich davon distanzieren, nichts wissen zu wollen, ist im Grunde unwissenschaftlich. So UFOs heute. Definitiv ja. Nicht alles, was rumgeboten wird, stimmt. In der UFO gibt es viel, viel Fantastereien und Leute, die etwas erkannt haben am Firmament, aber nicht wissen, was es ist oder ungebildet sind und tatsächlich jeden Scheinwerferkegel für ein UFO nehmen. Aber die heutige UFO-Literatur hat sehr, sehr vernünftige, überzeugende Ansätze. Zum Beispiel, wenn ich an Hildebrand von Ludwiger denke, seine Bücher, da kann kein Wissenschaftler mehr dagegen sein. Nur die Kritiker lesen es gar nicht erst. Sie distanzieren sich davon. Super, vielen Dank. Alle Fragen schon beantwortet. Ich danke dir auch. Wunderbar, herrlichen Dank. Jetzt gehen wir und holen das Zeug für dich hier. Ja. Wo steht denn dein Auto? Direkt hier unten im Parkhaus. Jetzt kommt der Mitarbeiter. Den ist verlassen. Der ist super. Wunderbar.
Also es ist einfach das neueste Programm, war nicht mehr da. Das ist das Allerneueste, das habe ich selbst noch nicht geschaut.